Mein Name ist Christina Hammer, man kennt mich auch als Lady Hammer. Ich bin World Champion im Boxen und ich werde euch zeigen, dass Boxerinnen nicht immer eine gebrochene Nase haben müssen. Mein Aussehen ist mir sehr, sehr wichtig. Gerade weil du auch als Sportlerin Vorbildfunktion an viele junge Mädchen oder auch Frauen hast. Deswegen möchte ich natürlich mit positivem Beispiel vorangehen. Ja, ich fühle mich einfach so wohl, wie ich aussehe und wie ich bin. Ich trainiere jeden Tag. Training ist ein sehr großer Bestandteil meines Lebens. Wenn ich nicht trainiere, bin ich sehr unangenehm und dann auch ein bisschen nervig. Boxen ist ein vielseitiger Sport, wo man athletisch gut drauf sein muss, konditionell, auch mental musst du wirklich stark sein, um den Gegner im Ring 1 gegen 1 wirklich zu zeigen, dass du die Bessere bist. Man muss halt wirklich wie ein Athlet auch leben. Und das heißt, dass du nicht rauchen darfst, dass du nicht viel Partys machen darfst oder keinen Alkohol trinkst. Das fällt vielen normalen Menschen schon schwer. Ich trage sehr gerne Make-up, aber ich kann auch ebenso ungeschminkt auf die Straße gehen. Ich trainiere viel und ich schwitze halt viel und dann kannst du nicht mit dicker Make-up-Schicht da ins Gym laufen. Im Training bin ich ungeschminkt und außerhalb bin ich eine ganz normale Frau, die auch Wert auf Make-up legt. Hautpflege bedeutet mir sehr viel, da meine Haut durch das Training sehr beansprucht wird. Da mag ich es einfach nicht, irgendwelche Produkte zu verwenden, sondern die sollen schon sehr hochwertig sein. Meine tägliche Routine ist am Morgen und am Abend Feuchtigkeitscreme und das Serum ist für mich sehr wichtig, da ich durch das Schwitzen immer sehr beansprucht wird, meine Haut. Das deckt das Ganze sehr gut ab. Ich werde ab und zu schon auf der Straße erkannt, also mich freut es immer sehr, wenn Leute sich trauen und sagen, hey, können wir ein Foto machen? Ich teile sehr gerne die vielen verschiedenen Facetten meines Lebens. Ich zeige nicht nur, wie ich trainiere oder was ich esse, sondern auch Teile von meinem Privatleben. Das ist für mich sehr wichtig, dass die Follower das reale Leben eines Champions sehen. Was ich nicht gerne mache, ist verlieren. Das hasse ich übelst. Ich war in 25 Kämpfen ungeschlagen und ich war 8 Jahre lang Weltmeisterin. Und in Amerika habe ich jetzt meinen letzten Kampf verloren. Die erste Zeit war sehr bitter für mich, darüber zu reden. Aber das ist halt nur eine Niederlage in deiner ganzen Karriere. Mein Plan ist es, dass ich auf jeden Fall meinen Titel zurückhole. Und das noch dieses Jahr. Also ich habe sie sozusagen nur ausgeliehen. Privat gesehen würde ich schon sagen, dass ich mir eine kleine Familie wünsche und das so einer meiner Träume ist. Aber erstmal muss ich alle Titel zurückholen. Ich persönlich musste mich immer durch die Männerwelt durchboxen und ich finde es ist immer sehr wichtig, dass man an sich selber glaubt und es gerade den Leuten beweist, dass man es kann, die nicht an euch glauben. Also zieht es durch, glaubt an euch, Hammer-Time!